Hallo, liebe Zuhörer und Sportbegeisterte. Mein Name ist Oliver Schwandt und in meinem Podcast Regionales Sportgeflüster hautnah begrüße ich regelmäßig Gäste aus verschiedenen Bereichen der Sportszene, die sicherlich die eine oder andere interessante Geschichte aus ihrem bisherigen Leben zu berichten haben. Podcast, der von Heizung Königs Wusterhausen, Ihr starker Partner rund um Heizungstechnik in KW und Umgebung präsentiert wird, ist Teammanager Norm Grätz von den Red Dragons Königs Wusterhausen zu Gast. Im Gespräch blickt er auf die vergangene Regionalligasaison der Herren und Damen zurück, spricht darüber, warum die Dragons Herren nach dem Ende der Serie noch einmal nach Wolfenbüttel reisen mussten und sagt, warum er händeringend einen Nachfolger für seine Position sucht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Norm, schön, dass du heute Gast meines Podcasts bist. Hallo Olli. Wie geht's dir? Die Sonne scheint, du hast beste Laune, denke ich, oder? Die Saison ist vorbei, die Arbeit lässt etwas nach. Die Arbeit als Teammanager lässt aktuell wenig nach, aber du bist ja auch der Geschäftsführer des Kreissportbundes Dahme Spreewald. Ich denke, da liegt gerade sehr viel Arbeit an. Genau, da liegt sehr, sehr viel Arbeit an. Auch die Sommerpause trügt dort ein wenig, aber man kann sich doch ein bisschen bei den längeren Tagen und den Sonnen, so wie sie gerade draußen scheint, doch noch ein bisschen mehr um alles zusammen kümmern. Und das Gemüt hält natürlich die Sonne auf. Kommen wir mal zu deiner Arbeit als Geschäftsführer. Welche Projekte sind denn in diesem Jahr noch geplant? Ja, gerade in sportlicher Hinsicht. In sportlicher Hinsicht, ja. Grundsätzlich alle die letzten zwei Jahre liegen geblieben sind. Zum Beispiel? Wir haben natürlich ganz klassisch den großen Damenpokal, Volleyball, 5 Gemeinden, über knapp 200 Teilnehmer. Die sind schon alle heiß, die wollen schon alle, haben sich schon alle angemeldet. Und das wollen wir dieses Jahr natürlich durchführen und hoffen, dass wir das im Herbst dann auch durchführen können. Und in allererster Linie steht natürlich für die Jugend die ganzen Kita-Olympiaden, Drittklässler, Emotikon-Studie, Talentjade und sämtliche kleinere Projekte mit den Vereinen für die Vereine an. Wir wollen vorwiegend das aufholen, was wir in den letzten zwei Jahren nicht machen durften. Kommen wir mal jetzt zu deinem Job als Teammanager der Red Dragons. Beide Teams spielen in der Regionalliga Nord, repräsentieren die Stadt Königs Wusterhausen in Norddeutschland, gerade auch im westlichen Teil der alten Bundesrepublik. Ihr fahrt nach Göttingen, Hamburg, Cuxhaven ist, glaube ich, jetzt abgestiegen. Da müsst ihr vorläufig nicht mehr hin. Ja, blicken wir mal auf die Saison zurück, die ja Ende März mit einem Heimsieg gegen Braunschweig ein positives Ende gefunden hat. Wir reden jetzt mal über die Männer zuerst. 6. Platz, 14 Siege, 12 Niederlagen. Beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte. Obwohl es lange Zeit nicht danach aussah, ja. Die Saison war ja doch sehr durchwachsen. Ich spreche da erstmal hauptsächlich Corona an. Corona-Probleme in der ersten Saisonhälfte. Oh ja, wenn man da zurückdenkt, tut das schon echt weh. Und man fragt sich tatsächlich, wie man das geschafft hat. Tut dahingehend weh, dass man da gerade eben noch eine viel bessere Platzierung verschenkt hat. In Anführungsstrichen verschenkt. Aber Corona hat natürlich extrem zugeschlagen und man kann es jetzt als positiv oder negativ sehen, dass wir uns wirklich sehr hart an den Regeln gehalten haben und jegliche Infektion bei einem Spieler als potenziellen Corona-Fall eingestuft haben und darauf, weil viele Spieler auf wichtige Leistungsträger auch verzichtet haben, zum Wohle eben des Teams, dass wir das ganze Team nicht in Quarantäne schicken müssen, hat uns doch einige Spiele gekostet, insbesondere mit Blick auf Oliver Mackeldanz, unserem Highlight-Spieler, nicht nur von der Größe her, sondern auch von der Erfahrung. Und der ehemaliger Bundesligaspieler? Ganz genau. Und der sollte unsere Punkte machen, ist natürlich auch Topscorer bei uns geworden. Platz 11, glaube ich, in der gesamten Liga am Ende der Saison. Wohl dessen, dass er nur 19 Spiele gemacht hat von 26. Den hätte ich schon gern ganz oben gesehen, wenn er 26 von 26 Spielen gemacht hätte. Aber ihn hat auch Corona erwischt, nicht? Einmal hat es ihn erwischt, einmal seine Frau. Genau, das war tatsächlich. Wir hatten gedacht, er ist mit Corona durch und auf einmal ist er Kontaktperson und fällt weiterhin aus. Und die Regularien haben damals das nicht zugelassen, öffentlich zugelassen, dass man ihn dann weiterspielen konnte. Aber da sind wir im Verein eine sehr strikte Linie gefahren, die uns unserer Meinung nach auch zumindest rechtlich ganz gut getan hat.
sportlich gesehen haben wir uns natürlich einige Türen damit verbaut. Platz 6 war unser Ergebnis, Platz 5 war mindestens angeraumt, wenn nicht sogar die Playoffs, aber damit waren wir schon im Winter fast abgeschlossen. Dafür hättet ihr Vierter werden müssen. Ja, aber wenn man sich die Tabelle anschaut, bleiben nicht viele Punkte bis zum Platz 4. Das waren, glaube ich, zwei Exakt Siege vier. Mehr. Exakt 4 Punkte fehlen. Und weißt du, wo ihr die ersten beiden Punkte schon verspielt habt? Möchte ich gar nicht dran denken. Ich werde es mal ansprechen, weil dieser Name wurde jetzt ein großes Thema, wird das Podcast werden. Erste Saisonspiel gegen Wolfenbüttel zu Hause 80-83 gegen den Absteiger verloren. Das sind 2 Punkte, die weg sind. In Verlängerung, um den Schmerz so richtig festzusetzen. Ja, der hat damals schon wehgetan, schon beim ersten Spiel, gerade auch gegen Wolfenbüttel, einem Team, gegen dem wir schon oft gespielt haben, auch schöne Siege schon gefeiert haben. Aber diese Niederlage hat tatsächlich im Dezember bzw. im Januar 2022 umso mehr wehgetan, als die Regionalliga nach ihrem Entscheid, wir haben ja Berufung eingelegt. Wir müssen erstmal zum Spiel im Dezember kommen. Was ist genau vorgefallen für die Zuhörer, die es nicht wissen? Genau, wir sind in die Verlängerung gegangen und kurz vor Ende gab es eine unglückliche Schiedsrichterentscheidung, Ballverlust für uns. Die Gegner haben den Ball und machen den wenige Sekunden vor Spielende zum entscheidenden 83-80 rein. Du sprichst jetzt das erste Saisonspiel an. Das erste Saisonspiel. Was mich ja interessiert, ist ja dieses Spiel im Dezember in Wolfenbüttel, wo du schon drauf eingegangen bist. Nee, tatsächlich bin ich auf die Entscheidung zum ersten Saisonspiel eingegangen, was auch erst im Dezember eingegangen ist, wo die Regionalliga aus ihrem Berufungstext feststellte, dass da tatsächlich ein Fehler des Schiedsrichters vonstatten gegangen ist, dass der Pfiff unberechtigt war, aber es eine Tatsachenentscheidung ist, die nicht zurückgenommen werden kann, auch wenn sie nicht richtig war. Was meinst du jetzt genau? Der Pfiff für den Ballverlust. Da ging es, das würde jetzt ein bisschen weit führen, aber um eine Aufnahme eines Spielers, Ballkontrolle, ja, nein. Der Schiedsrichter hat es falsch gesehen, hat entsprechend seiner Kenntnislage gepfiffen, aber Videobeweis etc. und Argumentation hat wiedergelegt, dass das kein Ballverlust gewesen ist, keine Ballkontrolle und somit hätten wir Ball gehabt und wären es vielleicht sogar noch in die zweite Verlängerung gegangen, aber zumindest hätten wir nicht das Spiel verloren an dieser Stelle und das war maßgeblich spielentscheidend. Aber das Spiel blieb verloren und somit verloren wir schon die ersten 2 Punkte. Aber gibt es denn bei euch in der Basketball-Regionalliga den Videobeweis? Man sieht ja auch, dass der Videobeweis in der Bundesliga-Fußball auch nicht immer das darstellt, wie es ist. Mir fällt jetzt gerade ein, Bayern-Dortmund, der klare Elfmeter, den Dortmund nicht bekommen hat am vergangenen Wochenende. Wird denn bei euch der Videobeweis bei einer Gerichtsverhandlung gewertet? Aber du sagst, das Video hat es gezeigt, der Ballverlust oder der Pfiff war... Nicht richtig. Na, wir haben die Chance, tatsächlich Videobeweise aufzuführen, beziehungsweise nein, das Video einzureichen und zu belegen, dass das so ist, wenn man es auf der Kamera erkennt. Wir haben ja jetzt ein schönes neues Kamerasystem, was wirklich detailliert alles festhält. Das wird aber auch nur zur Bewertung der Regionalliga herangezogen. Das ist jetzt kein Beweismittel, wo man sagt, das ist hieb- und stichfest und man kann da richtig und falsche Entscheidung belegen. Am Ende steht die Entscheidung der Regionalliga oder des Rechtsausschusses und was sie sagen, ist Gesetz. Da kann man sich wenig gegen wehren oder man geht vor das DBB-Gericht. Was war eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters oder kann man ja auch so werten? Und das Wort Tatsachenentscheidung war der entscheidende Punkt, weil die eben nicht rückgängig gemacht werden kann. Mir fällt jetzt der andere Fachbegriff nicht ein, aber das wäre dann rechtens gewesen, das auch nochmal rückwärtig anzugehen und auch dieses Spiel hätte dann wiederholt werden müssen. Okay, du sprichst Wiederholungsspiele an. Wolfenbüttel, bleiben wir einfach bei den Niedersachsen. Dann kam ja der Auftritt der Red Dragons im Dezember in Wolfenbüttel. Möchtest du darüber mal was erzählen, was da vorgefallen ist? Weil es hat ja dann doch noch große Wellen geschlagen im Nachhinein. Ja, also ist alles natürlich jetzt bei mir von Hörensagen, weil ich war krankheitsbedingt nicht mit in Wolfenbüttel. Wahrscheinlich auch ganz gut so, das hätte mich nur mehr aufgeregt. aber tatsächlich sollte dieses Rückspiel, was ja regulär angesetzt ist laut Spielplan, auch nicht unter einem guten Stern stehen. Wolfenbüttel hatte in diesem Spiel echt viel Pech gehabt. 3 verletzte Spieler, einer davon schwerer. Deswegen gab es auch berechtigterweise eine Spielunterbrechung. Ohne Einfluss von einem anderen Spieler, sehr unglücklich gefallen. Final wurde das Spiel aber nicht wieder angepfiffen. Obwohl Wolfenbüttel noch genug Auswechselspieler auf der Bank hatte, oder? Genau, das nach Reglement hätte es angepfiffen wieder werden können. Sachlage bis fast April, bis zur Entscheidung, dass das Spiel neu angesetzt werden soll, war gewesen, dass Wolfenbüttel sich dann geweigert hätte aufgrund von Schock und wir können nicht mehr spielen.
und ist dann halt nicht mehr angetreten, damit wurde das Spiel beendet und regelkonform auch gewertet. Sprich, 0-20 Wertung für uns. Also wir haben 20 Punkte, Wolfenbüttel 0 und Wolfenbüttel kriegt einen Minuspunkt. Und dann war das Spiel eigentlich entschieden. Eigentlich, aber dann ging es ja weiter. Ja, leider ging es weiter. Auch noch ein bisschen resultiert daraus, dass Wolfenbüttel auf dem Abstiegsplatz lag und dieser eine Minuswertungspunkt im Kampf um den Klassenerhalt natürlich sehr, sehr weh tat. Und das war dann wohl schlussendlich auch der Grund, warum sie in Berufung gegangen sind und der entsprechend auch ziemlich spät, nämlich letzte Märzwoche, 2 Wochen bevor das Spiel am 2.4. neu angesetzt wurde, seitens des Rechtsausschusses bestätigt wurde, dass der Berufung stattgegeben wurde. Die Wertung wurde umgehend zurückgenommen und wir mussten ein drittes Mal gegen Wolfenbüttel antreten. Aber nach der regulären Saison, alle Spieler, die Verträge sind zum Ende März ausgelaufen? Tatsächlich, 31.3. und am 2.4. wurde das Spiel neu angesetzt und wir standen theoretisch bei der Entscheidung mit nacktem Kader da, bis auf wenige Spieler, die 2-Jahres-Verträge hatten, aber man muss ja mindestens 3 Spieler auf dem Spielfeld haben. Na gut, mit 3 wollte man jetzt nicht hinfahren, oder? Das hätte auch wenig gebracht. Ja. Also die Fahrt alleine ist ja schon kein Pappenstiel, die Kosten, die man hat. Aber das Spiel am 2.4. war tatsächlich wie so ein Finalspiel für uns gewesen. Und da muss ich echt einen Hut ziehen vom gesamten Team, soweit man eben auch über einzelne Charaktere im Spiel, im Team bei uns diese Saison zwiegespalten denken könnte. Aber da diese Entscheidung rief im Team eigentlich so eine Motivation hervor, die sie final, ich war ja mit gewesen, von der ersten bis zur letzten Minute aufs Spielfeld gebracht haben, mit einer Intensität, das Spiel auch berechtigterweise gewonnen haben. Das war Genugtuung schon ohne sich. Wolfenbüttel ist damit abgestiegen. Das ist jetzt nichts wie die Genugtuung, aber Gerechtigkeit auf sportlicher Ebene erreicht, hat mich schon an dem Tag mit einem guten Gewissen nach Hause fahren lassen. Ich glaube, du warst auch, wie du schon angesprochen hast, sehr beeindruckt, dass die Mannschaft gesagt hat, wir spielen. Selbst ein Andrew Jones, der gegen Braunschweig seine lange, tolle Karriere beendet hat, der in Dresden wohnt, hat gesagt, ey, ich komme hier und fahre mit und hat da, glaube ich, noch in Wolfenbüttel es nochmal richtig krachen lassen. Definitiv, er hat es ja schon 2 Spiele vorher krachen lassen. Also wenn man sich die Punkte anguckt, knapp 40 Punkte gegen Göttingen und davor waren auch, glaube ich, knapp 30 Punkte. Müsste jetzt lügen, gegen welches Team. Er hat nochmal gezeigt, dass er nochmal richtig Spaß hat. Er wollte auch den Jungs schon bei uns im Team. Warst du nicht Braunschweig, letztes Spiel? Ja, Braunschweig. Sein, ja, auch, glaube ich, knapp 33 oder 34 Punkte. Also er hat nochmal ein Feuerwerk abgebrannt, auch gezeigt, dass er berechtigterweise auch schon höherligerig gespielt hat in Deutschland. Und ja, er ist tatsächlich auf eigene Kosten, wir haben sie natürlich dann erstattet, extra aus Dresden nochmal gekommen, weil er da mit seinem Jugendcollege-Camp extra noch trainiert hat, hat sich dann ins Auto gesetzt, ist von Dresden alleine nach Wolfenbüttel gefahren, um sein Team nochmal zu unterstützen. Was sind das, 4 Kilometer oder? Eine Strecke, ja. Ist ja eine kleine Weltreise von Dresden. Seine Frau und Kind überredet für uns doch nochmal alleine zu Hause zu lassen, um dann irgendwann mitten in der Nacht nach Hause wiederzukommen. Aber ja, er ist Teil des Teams seit Dezember, seitdem ging es dann ja auch mit unserem Team wieder bergauf. Er hat neuen Elan reingebracht. Er hat den ausgeschiedenen Gabritsch ersetzt, der eigentlich eine Schlüsselrolle spielen sollte dieses Jahr. Und andere Leistungsträger, die in meinen Augen nicht wirklich abgeliefert haben. Adjane, Suleiman Diallo. Da kommen wir noch zu. Genau, auch Corona-bedingt alles ein bisschen zu entkräften. Aber in Summe war er der treibende Keil, der uns nochmal in die richtige Spur gebracht hat. Und vor allem in die Erfolgsspur am Ende. Du hast auch Kosten angesprochen. Hat denn die Liga jetzt die zusätzlichen Kosten der Reise nach Wolfenbüttel, der zweiten Reise nach Wolfenbüttel bisher beglichen oder rennt ihr noch den Geldern? Ich denke, aktuell die Spritpreise sind ja nun auch nicht gerade sehr niedrig. Das war ein kleiner dreistelliger Bereich, den wir da natürlich für 2 Neunerbusse ausgegeben haben, plus einen PKW, plus die Kosten für Andrew aus Dresden. Wir rechnen tatsächlich mittlerweile nicht mehr, dass die Liga da irgendwas macht. Wobei der Kampf gegen die Reisekosten ist das Minimum, was wir noch angehen. Wir haben tatsächlich seit 20.04. auch endlich den Rechtsbeschluss vom Rechtsausschuss bekommen, der das Spiel am 2.04. festlegt. Interessant, dass das 16 Tage später dann bei uns auch langsam mal einfliegt. Ich wusste gar nicht, dass die Post so langsam ist. Ja, der Stempel des Absenders war am 19. Okay. Vierten. Ach so. Aber der Rechtsausschuss war im Urlaub, das wurde mir per Mail mitgeteilt, da warten sie um Verständnis. Und dann ist das eine administrative Richtung, da kann sich das schon mal ziehen. Schade, dass
das Regelwerk vorliegt, solche Einsprüche und so binnen 3 Wochen zu bearbeiten. Hm. Ja, der Einspruch des ersten Spiels war im September gewesen, da kam im Dezember eine Rückmeldung und ja, der Rest war im Dezember und da haben wir dann im April final. Das sieht jetzt aber nicht, hört sich nicht nach einer professionellen Arbeitsweise an, oder? Ist streitbar. Man muss echt sagen, wir waren natürlich ein bisschen eingebrannt über die Verfahrensweise, die man da mit der Regionalliga gemacht hat. Was ich aber sehr gut heißen muss, ist das Willen der Regionalliga, im offenen Konsens zu gehen. Wir haben einige Videokonferenzen gemacht. Da muss ich auch echt sagen, habe ich mein Bild auch so ein bisschen der Arbeitsweise beziehungsweise der Arbeit der Regionalliga ändern müssen. Ich habe viel Verständnis mittlerweile aufbringen können für bestimmte Sachen. Es sind zwar Ehrenamtler, die das alles nebenbei machen. Nichtsdestotrotz verlangt man auch von den ehrenamtlich geführten Vereinen eine gewisse Professionalität. Und ja, im Summe ist nicht alles glücklich gelaufen. Man hat ein bisschen Verständnis dafür. Aber es ist tatsächlich unglücklich gelaufen, was Rechtslagen angeht. Also wenn die Vereine sich an Ordnungen und Fristen halten müssen, dann wäre das auch von der Ligaführung in vielen Bereichen wünschenswert. Im Endeffekt heißt es jetzt, ihr bleibt auf den Kosten der zusätzlichen Reise nach Wolfenbüttel sitzen? Wir bleiben auf den Kosten dafür sitzen. Wir bleiben auf einzelne Kosten sitzen für ein zusätzliches Engagement von einzelnen Spielern, die gesagt haben, wie Andrew Jones beispielsweise, ja, Minimum aber die Aufwendung, die ich habe, sprich seine Leasinggebühr für das Auto, weil wir ihn nicht abholen konnten, das wäre zeittechnisch nicht machbar gewesen. Und ja, also ein bisschen unbefriedigend bleibt auch der Punkt, dass man den Rechtsstreit jetzt nicht doch weiterzieht, um die Neuansetzung in Revision zu gehen. Wir könnten jetzt bis morgen noch in Revision gehen, und zwar vor den Rechtsausschuss des Deutschen Basketballbundes, was wiederum mit Kosten für uns verbunden ist, von knapp 500 Euro, um überhaupt die Revision einzugehen. Und ob das zum Erfolg ist, wir hatten heute mit dem Vorsitzenden der WSG zusammengesessen, das bringt uns persönlich nichts mehr. Es ändert keine Tabellensituation, es ändert am Endergebnis nichts mehr. Das wäre eine reine, ja, wie sagt man, Befriedigung des Gewissens. Man fühlt sich so ein bisschen ungerecht weiter behandelt. Na, ich finde es jetzt aber nicht fair. Ihr musstet da ein zusätzliches Spiel bestreiten, was ihr schon gewonnen hattet auf dem Papier, auch in der Tabelle, und dass ihr jetzt die Kosten nicht erstattet bekommt. Das bleibt, ja. Aber ich glaube, da müssen wir mittlerweile, man wird ja verlangt von uns Professionalität, vielleicht gehört das dazu, dann doch irgendwann da einen Schlussstrich zu ziehen, die Ungerechtigkeit bleibt. Mhm. Die Kosten bleiben auch, die trägt halt der Verein. Auf der anderen Seite hat der Heimverein Wolfenbüttel auch nochmal die Schiedsrichterkosten bestreiten müssen. Ich weiß jetzt nicht, wo die alle herkamen, aber die sind in der Regel auch so zwischen 300 und 400 Euro, demzufolge wäre das ein bisschen pari-pari. Na gut, Wolfenbüttel wollte ja dieses, genau, dieses dritte Spiel. Aber vielleicht ist auch ein bisschen zu viel Zeit schon vergangen, seit dem 2.4., dass ich da ein bisschen salopper sage, wende ich lieber neue Kraft auf in die Vorbereitung der neuen Saison, als der alten noch nachzuhängen. Bleiben wir noch bei der alten Saison. Du hast schon zwei interessante Personalien angesprochen. Tomislav Gabrić, Acanay. Besonders im Oktober rum sind sie, wo es mit dieser 3G-Regelung kam, nicht, sind sie ausgefallen, weil sie jetzt nicht geimpft waren. Warum hat euch Tomislav Gabrić denn im Endeffekt, oder weiß ich, hat ihr euch verlassen, musst ihr euch verlassen? Jetzt im Rückblicken kann man ja mal drüber reden. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Es gab klare Vorgaben, wie mit Corona zu verfahren ist. Von der Liga gab es klare Vorgaben, wer spielen darf, wer die Hallen betreten darf. Und das ging halt nur mit offiziellem Nachweis, dass man geimpft ist. Das war in dem Fall nicht der Fall von den Spielern. Deswegen haben wir sie lange zu Hause gelassen. Es gab auch Unklarheiten, ob manche Spieler wirklich geimpft sind oder nicht. Da haben wir uns dann für den Fall entschieden, dass sie für uns nicht geimpft sind. Wie in Kleiden hatten sie keinen Impfpass, oder? Ja, der Impfpass oder unterschiedliche Aussagen. Ich habe Corona, ich bin genesen, kann aber keinen Genesenenschein vorweisen. Und das haben mir die Spieler erzählt. Das sind Fakten, die einzelne Spieler betrifft. Im Nachgang gab es dann bestimmte Genesungsnachweise, aber solange wir die nicht vorlagen, haben wir die Spieler nicht spielen lassen. Und das sind die, wie eingangs gesprochen, wesentliche Einschnitte, warum wir vielleicht so eine Niederlagenserie am Anfang der Saison auch hinnehmen mussten, weil wir kamen gar nicht in die Saison rein. Die Teams oder das Team konnte sich nicht, ja, einspielen aufeinander, einstellen aufeinander. Wir hatten unseren Amerikaner, der wollte sich partout nicht impfen lassen, deswegen haben wir ihn gehen lassen. Wer war das? Dixon. Kurzer Auftritt, auch nicht so
der Importspieler, wo man sagt, ja, der kann die Führung übernehmen, wie Andrew Jones, der am Ende gezeigt hat, warum er denn wirklich ein Importspieler ist. Ja, aber das waren so die größeren Hürden, die wir uns vielleicht auch ein bisschen selbst aufgehalst haben. Es gab auch Teams und kuriose Situationen, da sind Spieler in anderen Begegnungen nicht aufgelaufen, weil sie wohl nicht den Impfstatus erreicht haben. Gegen uns sind sie dann auf einmal aufgelaufen, im nächsten Spiel waren sie wieder nicht einsatzfähig, weil sie den Impfstatus wieder nicht hatten. Also das sind viele Unvakanz, wo ich keinem Team jetzt irgendwas unterstellen möchte, aber viele Unklarheiten und Fragezeichen bleiben. Klar, jedes Team hat versucht, irgendwie durch die Saison zu kommen. Mhm. Aber es hätte mich schon gefreut, wenn das ein bisschen einheitlicher und fairer auch umgegangen ist. Gerade das Wort fair wurde uns ja in der Saison oft abgesprochen, auch in Bezug auf Verlegung wegen Corona. Ich erinnere an das Spiel Neustadt, wo uns so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt wurde. Na ja, wenn ihr der Verlegung nicht zusetzt, dann werden wir nicht antreten. Dann seid ihr aber dafür verantwortlich, dass wir Wettbewerbsverzerrungen machen, weil auch Minuswertungen und etc. Und man sich dann in der Nacht- und Nebelaktion dazu verlegt, verständigt hat, das an einem Mittwochabend durchzuführen. In Schönefeld, nicht in der Halle in Schönefeld. Eure eigene Halle war nicht mehr zur Verfügung. Ich glaube, Korbprobleme gab es da. Ganz genau, das kam noch dazu. Manche Spieler von uns waren berufstätig eingespannt. Michael Romanero kam zur Halbzeit erst, kurz vor der Halbzeit, weil er beruflich nicht konnte. Also ich bin so ein bisschen allergisch geworden, diese Saison gegen das Wort fair miteinander spielen, weil fair war alles, aber nicht die Saison untereinander. Also einen fairen Wettbewerb. Also wenn man jetzt dein Statement hört, muss man sagen, ihr habt euch fair verhalten. In unseren Augen. Ihr habt Spieler draußen gelassen, wo ihr nicht sicher wart. Genau. Um safe halt in die Begegnung gehen zu können. Ja. Also kannst du sagen, wir als Red Dragons haben uns an die Regularien und Vorgaben gehalten. Dieses Gewissen bleibt erstmal. Und das ist wichtig, weil mit dem Gewissen gehen wir auch in die neue Saison rein. So weit sind wir noch nicht. Wir zur neuen Saison kommen wir noch. Genau. Aber wir bleiben noch bei der alten, weil jetzt haben wir noch nicht geklärt, wieso Tomislav Gabrić euch jetzt verlassen hat, weil er sich nicht, man kann ja die Menschen nicht zum Impfen zwingen. Das ist ja selbst freiwillig. Aber im Endeffekt habt ihr euch doch getrennt denn im Januar? Genau, wir haben dann den Arbeitsvertrag aufgelöst, weil da keine Einigung zu sehen war. Damals war auch noch keine Aussicht, inwieweit sich die Regelungen ändern sollten. Und wie ein klassischer Arbeitgeber, man verpflichtet und bezahlt niemanden, von dem man keine Leistung bekommt, auch wenn sie jetzt durch Corona in besonderen Umfängen nicht abrufbar war. Das war auch eine rein wirtschaftliche Entscheidung. Und der Weg, stattdessen Andrew zu verpflichten, hat gezeigt, dass das sportlich als auch wirtschaftlich die richtige Entscheidung war. Stellt euch mal vor, hättet Andrew schon am Anfang der Saison gehabt, mit seinen Punkten, die er da mal geworfen hat. Ich glaube, da hätte ich jetzt mehr Kopfschmerzen, weil mich jetzt eventuell wieder mit den Playoffs hätte beschäftigen müssen und einem erneuten Aufstieg in die Pro B. Naja, du sprichst jetzt die vergangene Saison an, wo ihr die beiden Aufstiegsspiele in die Pro B gegen Aschersleben verloren habt. Für mich auch so eine unfaire Sache. Da wurde hier, der aus Frankfurt, Skyliners. Genau, ich habe den Namen tatsächlich verdrängt, aber es war nicht Aschersleben, es war Wolmirstedt. Wolmirstedt, genau. Aschersleben hat jetzt gekämpft um den Aufstieg in die Pro B. Leider knapp gegen Vechta verloren in 3 Superspielen. Vechta ist aufgestiegen? Vechta ist jetzt aufgestiegen, ganz genau. Aber ja, das war tatsächlich der Beginn. Konga. Eigentlich. Konga. Der Spieler aus Frankfurt, Konga. Ja, das war tatsächlich der Beginn. Der Beginn von unserem Verein negativen Einstellung zur Regionalliga. Weil wir haben auch dort den Austausch gelobt. Es wurde im Vorfeld sich mit beiden Mannschaften hingesetzt und geguckt, unter welchen Bedingungen man jetzt die Playoffs spielen kann. Weil es waren ja keine regulären. Wir hatten 3 Spiele gespielt in der Saison, bis sie abgebrochen wurde. Wolmirstedt 5. Mhm. Wir waren die einzigen beiden Teams, die alle Spiele gewonnen hatten. Also keine Niederlage hatten. Und dann wurde sich verständigt, welche Modalitäten eben zum Playoff-Gang, insbesondere welche Spieler dürfen eingesetzt werden. Das ist natürlich ein ganz attraktiver und wichtiger Punkt. Wir sprechen hier von Königs Wusterhausen mit einem Budget von knapp 150.000. Und ich habe jetzt keine wirklichen Zahlen, aber das von Wolmirstedt dürfte das 2- oder 3-fache sein. Und da war es uns natürlich auch mit dem Blick auf Fairness ganz wichtig, dass man vielleicht einfach eine Regelung findet, wie es dürfen die Spieler nur starten, die zum Zeitpunkt des Spielabbruchs auf dem Spielpunkt standen oder in einer Mannschaftsmeldung standen. Ja, wie geht es, dass ich denn so einen Bundesligaspieler wie Konga verpflichten kann? Der hat sogar 4 Länderspiele für Deutschland gemacht, dass er dann aber in den Playoffs auftaucht gegen die Red Dragons. Das hat doch nichts mit fairen Wettbewerb zu tun.
Na, fair war es schon. Unfair in unseren Augen war die kurzfristige Entscheidung der Regionalliga, doch zusätzliche Spieler akquirieren zu können. Das war, glaube ich, knapp 3 oder 4 Tage, bevor das Spiel stattfand, als man uns dann mitteilte, wir dürfen doch nachverpflichten. Wie denn die Entscheidung dazu kam, weiß ich nicht. Da muss irgendwie doch im Gedankengang der Regionalliga nochmal irgendwas Einfluss genommen haben. Der zweite Punkt ist, wenn man es sich leisten kann, kann man auch einen Konga verpflichten. Wir haben uns bewusst gesagt, wir spielen mit dem Kader, den wir zur Verfügung haben. Wir hätten vielleicht ein bisschen Geld gehabt noch, aber in 4 Tagen verpflichtest du auch keinen ausländischen Spieler mehr, schon gar nicht, wenn du einfliegst. Und die Spieler wie ein Konga, den konnten wir uns nicht leisten. Es sind kuriose Zahlen, die da im Raum stehen. Es soll aber auch ein 4-stelliger Bereich gewesen sein, der da eben gezahlt wurde für diese 2 Spiele. Für 2 Spiele. Ist nicht belegt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich kann es mir auch gut vorstellen. Am Ende umsonst hat er sicherlich nicht gemacht. Nee, das der ist ja auch nach Schönefeld gereist. Der war ja im Rückspiel auch mit dabei. Ja, und wenn man sich die Punkteverteilung anguckt, sieht man schon, welche Rolle er da auch gespielt hat. Umso stolzer bin ich aufs Team, auch wenn wir beide Spiele verloren haben, wie sie dort aufgetreten sind. Und wenn man die beiden Kader miteinander vergleicht, ist das für mich trotzdem ein Gewinn. Nicht nur ein Gewinn an Erfahrung. Das war schon alleine das Ausfüllen der Unterlagen für die Pro B. Das war schon eine große Erfahrung. Und ich glaube, die Spieler haben auch aus den 2 Spielen mehr mitgenommen als aus manch anderen Spielen in der Saison zuvor. Und das war ja kein, wir sind ja nicht untergegangen mit 120-20 oder ähnliches, sondern wir haben wirklich mitgehalten. Und am Ende haben wir auch Wolmenstedt gratuliert. Die sind jetzt auch super unterwegs in der 2. Liga. Die spielen in den Playoffs tatsächlich gleich im Durchmarsch zu Pro A. Also haben sie noch ein bisschen Geld bereitgestellt. Denke ich mal, ja. Also die Qualitäten hatten sie auf alle Fälle. Aber allein, die hatten ein super Video ja noch gedreht. Die wurden ja die ganze Saison per Video vom MDR, begleitet. Nicht? Vom MDR war da ein Pfaff. Genau. Und da war so ein kleiner fader Beigeschmack, als man uns dann unterstellte oder unserem Trainer unterstellte, dass man nur in die Playoffs-Spiele gegangen ist, um Wolmirstedt ein Bein zu stellen. Dass da so persönliche Fäden zwischen Herrn Opitz, der ja auch mal Trainer in Wolmirstedt gewesen ist, und dem Verein ausführen möchte. Was natürlich an den Haaren herbeigezogen ist, weil dafür würde sich unser Verein allein nie hergeben, eine Privatfehde zwischen Trainer und einem alten Verein darzustellen. Aber solche Argumente kamen dann auch hoch. Vielleicht, um uns so ein bisschen davon abzuhalten, dann anzutreten und Wolmirstedt gleich durchzuwinken. Aber auch da sehe ich den sportlichen Erfolg. Man soll sich da schon erkämpfen, nicht durch eine abgebrochene Saison. Aber auch vor der Saison muss man anerkennen, Wolmirstedt war der klare Favorit, auch mit dem Kader. Aber die 2 Spiele haben schon echt Spaß gemacht. Bleiben wir mal bei Wolmirstedt. Was mich ja persönlich interessiert, ich war ja beim ersten Playoff-Spiel in Wolmirstedt live mit in der Halle. Ich glaube, 400 Zuschauer haben das erste Playoff-Spiel gegen euch gesehen. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber so viel waren es sicherlich. Ich bin ja auch hier regelmäßig in der Paul-Dinter-Halle zu Gast und ihr spielt teilweise gegen gute Gegner, namhafte Gegner vor 50 Zuschauern. Hast du das Gefühl, dass der Basketballsport im Dameland nicht so wertgeschätzt wird wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, wo ja auch Wolmirstedt, Aschersleben, da sind die Hallen voll, wenn ihr da antretet? Ich denke, woran liegt es, dass der Basketballsport, gerade hier Alba Berlin haben wir in der Region, dass in Königs Wusterhausen ihr teilweise doch vor sehr leeren Rängen spielen müsst? Und ihr repräsentiert ja die Stadt norddeutschlandweit. Nee, da hast du recht. Das ist tatsächlich eine Thematik, mit der ich mich schon seit ich 2012 angefangen habe, ein bisschen mehr beschäftigen musste, weil das Ziel ist schon, so eine schöne Halle und so ein klasse Team vor vielen Zuschauern spielen zu lassen. Tatsächlich würde ich da als erstes vor der eigenen Tür kehren. Unsere Öffentlichkeitsarbeit und uns auch unsere Repräsentation nach außen ist verbesserungswürdig. Aber da hat sich ja viel getan in den letzten 1-2 Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Ja, man hat viel getan, aber nicht genug. Und ich glaube, hier in unserer Region muss man noch mehr machen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man in Konkurrenz zu den Netzhoppers treten muss oder zu den anderen Vereinen. Man hat hier eine größere sportliche Vielfalt, als dass man das in Aschersleben oder Wolmirstedt hat. Da ist tatsächlich der Basketball noch vor dem Fußball. Und das lebt man da und das merkt man da auch. Und da ist eine ganz andere Kultur auch über die Jahre bekommen und die Identifikation mit dem Basketball. Auch Basketball mit der Stadt, ob es nun Aschersleben ist, in Wolmirstedt ist oder auch die BSW Sixers, die ja vor 3 Jahren aufgestiegen sind. BBC Magdeburg ziehe ich mir auch mit dazu. Das ist einfach eine Region, wo Basketball, ich nehme es mir jetzt mal raus, fast vor Fußball steht.
Auch Magdeburg spielt natürlich auch gut Fußball, aber... Und dann aufgestiegen, nicht? Zweite Bundesliga? Genau. Aber ich glaube, das hat einen ganz anderen Stellenwert als hier. Klar, wir haben Alba Berlin hier, wir haben noch Bernau Pro B, wir haben Starnsdorf in Pro B, was dann alles regional punktuelle. Und man hat einfach zu viel Vielfalt hier. Und ich gehe davon aus, dass wir da noch viel Hausaufgaben machen müssen, um die Hallen voller zu bekommen. Das ist nicht damit zu entschuldigen, dass wir hier so viele Sportarten haben. Aber es ist auch nicht zu verdenken, dass man, wenn man hier in den Eventkalender guckt und schaut, wo man am Samstagabend welches Spiel man wo guckt, ob man zu Netzhoppers geht, ob man Judo guckt, ob man zum Hockey geht, Fußball guckt, man hat die Wahl. Wir schaffen es leider noch nicht, unsere gute Jugendarbeit, die Jugendlichen in die Halle zu kriegen. Wenn wir das machen würden, würden wir hier tatsächlich schon vor 200 Zuschauern spielen, plus Eltern sind wir bei 400. Und da müssen wir auch schon einen Riegel vorschieben, weil in der Paul-Dinter-Halle gar nicht mehr Zuschauer zugelassen sind. Na gut, ich muss auch sagen, ich bin ja auch nun bei vielen Sportveranstaltungen in der Region unterwegs. Wenn Wernsdorf gegen Miersdorf das Brandenburg-Liga-Derby spielt, ich glaube, das letzte Derby waren 244 Zuschauer. Also Brandenburg-Liga-Derby regional gesehen. Miersdorf spielt in der Regel vor 150 Zuschauern. Wernsdorf hat der letzten Heimspiel gegen Sachsenhausen in der Brandenburg-Liga 85 Zuschauer. Ist es so, dass die Menschen sich für den Sport nicht mehr interessieren? Gerade die Red Dragons, ihr habt ehemalige Bundesligaspieler im Team. In den ganzen Jahren habt ihr tolle Basketballer dabei gehabt. Ja, mir fällt jetzt hier nur Oliver Mackeldanz ein als Zugpferd der Red Dragons aktuell. Ist es so, dass die Leute nicht mehr bereit sind, zum Sport zu gehen? Dass sie vielleicht zu viele eigene Probleme haben und sagen, oh, ich habe hier noch zu tun, was interessiert mich der Sport? Gerade in so einer Sportregion wie wir, Dahme-Spreewald. Nee, tatsächlich glaube ich eher, es ist die Identifikation mit dem Sport. Wir hatten einen guten Zuschauerzulauf, als wir noch vermehrt Zweitherrenspieler, Marcel Stölze, Jugendspieler in der Jugend und dann aufgestiegen in die erste Mannschaft, gerade 2014, als wir in der zweiten Regio Meister geworden sind. Da hatten wir den größten Zuschauer, haben wir sogar vor 200 Zuschauer gespielt, weil die Identifikation mit den lokalen Spielern da war. Marcel war erstmal in der Jugend unterwegs, ist immer noch ein Top-Spieler, er spielt ja auch gerade in den Playoffs um den Einzug in die zweite Regionalliga, unsere zweiten Männer. Mhm. Und diese Lokalpatrioten, sage ich jetzt mal, diese lokalen Spieler, die greifbar sind, die nicht bloß eine Saison da sind, sondern die hier auch leben, die Basketball-AGs machen, die Jugendlichen auch mal außerhalb des Basketballs, des Basketballtrainings sehen, die fehlen halt. Als wir noch die Spielerwohnung hatten und die ausländischen Spieler hier, die man auch mal beim Einkaufen gesehen hat, man merkt es ja bei den Netzhoppers, das macht schon noch mehr aus. Ich gehe nicht davon aus, dass man müde ist, aber ich denke, gerade die Eltern kommen auch nur zu den Sportarten, wo die entweder selbst unterwegs sind oder ihre Kinder spielen. Dieser Tellerrand, das ist bei mir arbeitsbedingt, dass ich auch gerne mal zum Hockey gehe oder zum Volleyball oder zum Fußball. Aber ein Basketballer bei uns aus der Jugend, wenn der gerade nicht Basketball spielt, dann geht der, glaube ich, nicht zum Tanzen, zum Schauen oder zum... Nee, müde würde ich nicht sagen. Man hat zu viel Auswahl. Ja, aber ich denke, um in der Regionalliga mithalten zu können, wird schwer, eigene Spieler zu integrieren ins Team. Ich glaube, aktuell gibt es keinen eigenen Spieler, der bei euch bei den ersten Männern spielt, oder? Täusche ich mich jetzt? Glaube nicht. Jungspieler nicht mehr, nein. Aktuell. Genau, da fehlt das auch der Abstand zu groß. Also unsere zweiten Männer spielen in der Oberliga. Da spielen vorwiegend viele ehemalige Regionalligaspieler, die jetzt auch so im Alter 40 sind. Die tun sich das auch nicht mehr an. Man muss halt wissen, Regionalliga, ein Wochenendspiel, hast du es angesprochen, Cuxhaven, Rendsburg, Westerstede. Da fährst du morgens um 8 los und bist abends um 23 Uhr zurück. Davon sitzt du 10 Stunden im Auto und bist 3 Stunden in der Halle, 4 Stunden vielleicht. Das muss man sich gut überlegen, gerade wenn man Familie auch mit bei hat. Das ist schwer tatsächlich. Umso wichtiger ist es theoretisch, uns auch strukturell zu entwickeln mit Kooperationen, dass man irgendwo noch einen Zwischenbau hat, eine zweite Regionalliga, wo wir gute Jugendspieler zwischenparken, sich die da weiterentwickeln und dann wieder zurückkommen. Aber der Schritt von unserer Jugend in die ersten Teams, den schafft keiner. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Doppelveranstaltung mit den Netzhoppers? Die Netzhoppers haben Heimspiel, ihr spielt davor. Ich glaube, anderthalb Stunden kann man locker da so ein Netz anbauen, dass die Bundesligaspieler auch Zeit haben, sich vorzubereiten, dass man vielleicht mal so Doppelaktionen macht mit den Aushängeschildern der Region. Netzhoppers spielen danach oder die Red Dragons. Dann hat man schon mal locker 100 Zuschauer und kann vielleicht auch welche in die Halle locken, die dann bleiben. Die sagen, oh, Basketball ist ja auch ein toller Sport, der interessiert mich. Das ist das tatsächlich, was wir schon auch mit Britta Wersinger
Ja, Teammanagerin der Netzhoppers? Ganz genau. Schon zu meiner Zeit, also bis 2018 habe ich das ja betreut als Teammanager. Und die Ideen waren damals schon. Angefangen war es mit Doppel-Eintrittskarten. Wer zu den Netzhoppers geht, kommt kostenlos bei uns rein oder rabattiert oder umgekehrt. Unsere Basketballteams waren in der Halbzeit mal bei den Netzhoppers mit bei oder die Netzhoppers schaut mal bei uns mit bei. Das waren immer so kleine Nuancen, die man angestoßen hat, aber damals war ich der einzige Hauptamtliche im Verein. Sprich, man hatte viele Ideen, aber es fehlt da die Manpower. Das würde ich immer noch unterstreichen, auch wenn wir mittlerweile mit 4 Hauptämtlern unterwegs sind. Also 2 davon sind hauptamtliche Trainer, eine Geschäftsstellenmitarbeiterin und momentan leider die offene Teammanager-Position. Aber wenn man diese Kräfte bündelt und bestimmte Punkte mehr angeht, kann man natürlich mehr erreichen. Und ich glaube, da sind wir auch mit den Netzhoppers nicht ganz so weit entfernt. Auch sie suchen ja immer Wege, die Halle noch voller zu machen. Und die Leistungen sind ja da. Ich meine, wir reden von den Netzhoppers, die haben im Pokalfinale mitgespielt. Die sind regelmäßig, sind ein Urgestein mittlerweile in der Basketball-Bundesliga, in der Volleyball-Bundesliga. Und das aus Königs Wusterhausen und sind lokal hier unterwegs. Also da kann man viel mehr machen. Vielleicht bedarf es aber auch noch ein bisschen Unterstützung von externen Partnern. Nicht nur von Sponsoren, sondern vielleicht auch selbst von der Stadt. Vielleicht kann die Stadt da auch noch ein bisschen mehr sich mit einbringen. In welchen Wegen auch immer, um gerade ihre Zugpferde hier aus Königs Wusterhausen noch ein bisschen mehr ins bessere Licht zu stellen. Vielleicht wäre es wichtig, mal das Gespräch mit der neu gewählten Bürgermeisterin Wizorek zu suchen. Gerade in Bezug Netzhoppers, Red Dragons. Was mich ja auch war, vielleicht so als Fan interessieren würde, wäre vielleicht mal so ein Spaßmatch. Die Netzhoppers spielen gegen euch eine Runde Basketball. Jetzt ist die Beach-Saison. Es sind Beach-Turniere geplant im Sommer und ein paar Basketballspieler machen beim Beach-Volleyball mit oder spielen mal Volleyball eine Runde gegen oder gemischte Teams. Da gibt es bestimmt Aktionen, die man machen kann. Oder wir spielen alle mal Hockey zusammen. Ganz fern. Aber nee, genau das ist das, was unbedingt angegangen werden muss. Tatsächlich gibt es nächste Woche ein Gespräch zwischen mir und Britta, wo das jetzt nicht ganz der Fokus sein wird, aber man schweift automatisch immer auf Sachen ab, wie man sich weiterentwickeln kann. Und ich bin guter Dinge, dass wenn wir die Teammanager-Position neu besetzt haben, dass auch so kleine Nuancen den Weg reinfinden und die werden wir mit Nachdruck bearbeiten müssen. Aber das bedarf halt tatsächlich wieder Zeit, Arbeit und ja, jemand mit Herzblut. Ich brauche jemand mit Herzblut. Du sprichst die Teammanager-Funktion an. Du hast seit Januar diesen Posten übernommen. Dein Vorgänger Andi Riebold hat euch verlassen. Ja, du hast es bis 2018 schon mal gemacht. Du bist jetzt Vater noch eines Kindes geworden, hast 2 Kinder, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Und du wolltest eigentlich diesen Posten nicht mehr machen, weil ja doch am Wochenende unterwegs bist, hast wenig Zeit für Familie. Das heißt, ihr sucht für die neue Saison einen Teammanager. Ab sofort. Was muss denn dieser Teammanager mitbringen? Vielleicht gibt es ja Bewerbungen auf diesen Podcast hin. Oh, das wäre loblich. Also als erstes. Kriegst du jetzt eine kostenlose Werbung. Okay. Als erstes Herzblut. Herzblut für den Sport. Er muss nicht aus dem Basketball kommen. Er muss nicht zwingend aus dem Basketball kommen, sprach der jetzt, der seit 2012 die Managerposition übernommen hat und passionierter Leichtathlet ist. Ich wusste, wie Basketball geschrieben wird und wie er aussieht. Du meinst jetzt dich selbst? Ich meine tatsächlich mich selbst, ja. Also ich komme auch partout nicht aus dem Basketball und habe diese Sportart lernen und lieben gelernt. Sprich, das ist nicht zwingend Voraussetzung, aber fürs Netzwerken und natürlich, um einen schnelleren Erfolg zu bekommen, von Vorteil. Nee, der wichtigste Punkt natürlich ist eine Vereinsmanager-Ausbildung oder ein Sportstudium-Ausbildung in Richtung Sport. Das ist alleine schon aus finanziellen Gründen, aus Fördermittelhinsicht zwingende Vorgabe. Na, ansonsten wäre mir persönlich die Herzensangelegenheit wichtig. Man kann leider im Sport nicht das große Geld verdienen, nicht in der zweiten Regio, auch nicht in der ersten Regio, auch nicht als Teammanager oder Funktionär. Das muss man sich bewusst sein. Und auch, dass man nicht einfach nach 30 Stunden den Schlüssel rumdrehen kann. Man ist Ansprechpartner von links nach rechts. Bin nachts um 12 Uhr losgefahren, habe Toilettenpapier an unsere ausländischen Spieler verbracht, weil sie vergessen haben einzukaufen, weil Sonntag ja nichts offen hat. Es sind lustige Anekdoten, die einem da kommen. Das ist jetzt kein Bewerbungskriterium, aber ja, man muss halt wirklich für den Verein da sein, im gewissen Maße. Natürlich, aber ja, Herzblut. Damit würde ich das Bewerbungsgespräch unterstreichen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Zuhörer, der da dein Interesse bekundet. Kann sich gerne an mich wenden. Ich gebe deine Daten
selbstverständlich gerne weiter. So, kommen wir mal zu eurem Trainer Michael Opitz. Du hast es schon angesprochen. Michael Opitz ist in der Basketballszene kein Unbekannter. Wolmirstedt, Aschersleben, Trainer, Fechter, Co-Trainer, glaube ich, in der zweiten Bundesliga. Richtig. Seit 4 Jahren der Mann bei den Red Wings an der Seitenlinie. Wie sehr schätzt du die Arbeit von Micha? Sehr. Wir haben tatsächlich schon vor seinen 4 Jahren, das heißt vor 6 Jahren, den ersten Kontakt aufgebaut. Da hat er bei uns mit mir schon Kontakt aufgesucht. Das war finanziell noch nicht stemmbar, ihn zu diesem Zeitpunkt als hauptamtlichen Trainer einzustellen. Man muss auch gleich sagen, für die Leistung, die er bei uns bringt, ist so ein erfahrener Trainer unterbezahlt bei uns. Also ich honoriere es immer wieder, mit welchem Herzblut er nicht bloß die Trainerposition übernimmt, sondern... Also sind die 100.000 Euro, die Michael im Jahr bekommt, zu wenig? Sind eindeutig zu wenig. Okay, vielleicht stockt er ein bisschen auf zur neuen Saison. Ja, kommt ganz drauf an. Okay, das war jetzt nur ein Scherz am Rande. Aber er ist ja auch zeitlich Aufgabentisch in der Sportdirektion unterwegs, also sprich Trainer und Sportdirektor im einen. Also er hilft mir wirklich jetzt auch in der ehrenamtlichen Arbeit, viele Gespräche, strukturvorbereitende Sachen vorzubereiten, gerade auch was jetzt die ganze Geschichte Recht anging, Regelwerk durch die schwierige Saison. Da hat er echt mit seiner Erfahrung und seinem Netzwerk viel helfen können. Ehe ich mich da durchgewurschtelt hätte ich wahrscheinlich viele Sachen beiseite gepackt und gesagt, gut, die esse ich jetzt einfach, auch wenn sie nicht schmecken. Und sein Netzwerk in Sachen Spielern und Spielerakquise ist natürlich unbezahlbar. Nur so kann man eben einen schlagkräftigen Kader auch für die erste Liga stellen. Mein Wunsch wäre natürlich, wenn wir ihn so langsam von der Trainerposition wegnehmen und ich ihn noch mehr in der Organisation einbinden könnte, weil damit kommt, glaube ich, der Verein nochmal richtig nach vorne. Wäre sogar ein Wunschkandidat für die Teammanager-Position. Na, ich glaube, Micha ist ein Trainer, der muss an der Seitenlinie stehen. Ich glaube auch, der muss Spielern sich mit Schiedsrichtern anlegen, Feuer ins Spiel bringen. Ist ja emotional auch immer sehr dabei und kämpft um jeden Punkt und legt sich auch gerne mal mit den Schiris an. Ja, aber auch nicht unberechtigterweise. Ich meine, er ist dafür bekannt, dass er manchmal durch die Halle poltert. Am Ende ist man aber auch wieder Freund miteinander. Das ist einfach in einem Spiel, 90 Minuten, man kennt es aus dem Fußball, da ist man halt Trainer und Leidenschaft und will sein Team zum Sieg führen und reagiert auf jede Ungerechtigkeit, vermeintliche Ungerechtigkeit, ein bisschen emotionaler. Klar, Fehltritte kann man immer mal machen, aber man muss sich reflektieren können und das kann er wirklich. Man kann auch dann sich entschuldigen, auch das kann er. Und für mich ist er einfach ein Trainer, den ich weiter in KW sehe, weil ich mit ihm die Entwicklung sehe und bin froh, dass er uns auch in der nächsten Saison zur Verfügung steht. Also heißt, er hat für die kommende Saison auch einen Vertrag? Oder wie lange läuft sein Vertragslaufzeit? Sein Vertrag ist unbefristet. Schanschei, ist der Erfolg nicht da, fliegt da raus. Ja, aber seit er da ist, wie gesagt, wir haben jetzt jedes Jahr eine neue Bestplatzierung hinbekommen. Manchmal hat's, oder eine Saison hat stagniert auf Platz 7, jetzt sind wir Platz 6. Und auch nächstes Jahr wird abhängig vom Kader die Playoffs-Plätze anvisiert. Und das sieht in meinen Augen, das kann derzeit für KW mit Opitz am ehesten gelingen. Du sprichst die Playoff-Plätze an, also längerfristig soll es doch mal in die Pro B gehen. Wir haben diesen Wunsch und dieses Ziel noch nicht ausgegeben. Wenn wir ein anderes Ziel aussprechen würden, wären wir, glaube ich, falsch in der Liga nach jetzt knapp 6 Jahren. Das sind wir auch unseren, wenn auch wenigen Fans, zumindest die, die in der Halle sind. Man hat ja durch Corona gelernt, durch Live-Übertragungen, dass man, wenn man online überträgt, viel mehr Zuschauer zugucken. Also wenn ich die alleine in der Halle hätte, das sind so, bei YouTube hatten wir mal 200 Klicks drauf. Die in der Halle wäre schön, oder? Ja, oder die Hälfte davon. Ja. Wir werden auch künftig in der neuen Saison weiter an unserem Livestream arbeiten. Wie das genau aussieht, müssen wir uns noch ein bisschen ausklammern. Ist das nicht kontraproduktiv? Da sagt der Zuschauer, dann mache ich mir zu Hause das Bierchen auf, leg die Beine auf der Couch lang und guck mir das Spiel auf dem Laptop an. Das kann er gern machen, aber unser Gedankengang ist, dass wir den Livestream nicht kostenlos anbieten. Das ist nicht ein einzelnes YouTube-Übertragung, sondern eben schon mit unserem neuen System in Richtung... Ja, ich will nicht sagen Sky, das wäre zu hoch gegriffen, aber wir haben die Möglichkeit, Sponsoren einzugliedern, wir haben eine automatische Kamera, die mitschwenkt, sprich wirklich jede Ballbewegung drin hat und der Zuschauer kann tatsächlich auch entscheiden, welche Art Perspektive er für sich möchte. Und ich denke, das kann man auch gegen ein gewisses Entgelt sich dann kaufen. Das wird jetzt nicht mehr sein als die Eintrittskarte in der Halle, sodass für den Verein kein Verlustgeschäft dazu entsteht, so unsere Idee. Aber dass der Zuschauer frei wählen kann, möchte ich das von zu Hause vom Sofa genießen oder komme ich doch in die Halle, um Stimmung zu machen? Die Wahl möchte ich mir gerne lassen. Okay, du hast angesprochen, Michael Opitz ist auch in der kommenden Saison Trainer der Männer der Red Dragons Königs Wusterhausen.
Welche Spieler können denn die Fans in der kommenden Saison aus dem aktuellen Kader noch begrüßen? Oder wer bleibt euch erhalten aktuell? Das wäre wünschenswert, das jetzt schon sagen zu können. Also wir können sagen, dass wir mit Oliver Mackeldanz noch ein Jahr weiter Vertrag haben. Ein ganz wichtiger Spieler? Ein Dreijahresvertrag, genau. Nichtsdestotrotz gehen wir mit allen Spielern ins Gespräch. Wir müssen die Saison auswerten, die nicht einfach war, auch teamintern nicht. Da gab es bestimmte Punkte, die auch die Spieler untereinander, wo es zu Reibereien führte, verschiedene Aufstellungen, Auffassungen. Und da müssen wir einfach gucken, wie man da wieder zusammenfindet. Also was uns wirklich gefehlt hat diese Saison, um noch besser abzuschneiden, war wirklich ein ungeteiltes Teamgefüge. Mhm. Gerade bei den Erfahrenen hat mir das so ein bisschen gefehlt. Die Jungschen haben sich reingehauen. Gideon Steffen, Alexander Dimitrievich, die zwei Saisons schon bei uns waren. Die haben sich super entwickelt. Die haben alle Spiele mitgemacht. Die haben sich reingekniet. Mir fällt jetzt aber auch Leon Hecker und Franz Fass ein, die einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht haben. Gerade junge Spieler. Die Perspektive der Zukunft. Und gerade die Jungschen ist ja das Problem, dass wir bei beiden nicht wissen, wo sie jetzt studieren. Ob jemand ins Ausland geht oder nicht. Da müssen wir in die Gespräche gehen. Also ich kann jetzt leider noch keinen Kader vorlegen. Ich würde mich freuen, wenn wir die ganzen jungen Spieler, die wir jetzt über 2 Jahre entwickelt haben unter Micha und die auch als Team zusammengefunden haben, halten können. Und mit dem das Projekt zumindest Aufstiegsspiele angehen können. Ob uns das gelingt, werden wir jetzt in den nächsten 1-2 Monaten sehen. Wie lange ist die Sommerpause? Wann ist Training start? Training start ist nächste Woche. Also wir gehen jetzt wieder ins Training rein. Das wird jetzt kein Mannschaftstraining sein, so wie man es ursprünglich kennt. Aber wir werden die Sommerpause nicht dafür nutzen, um die Füße hochzulegen. Die Spieler hatten jetzt 4 Wochen Pause. Ja, aber welche Spieler kommen da hin, wenn da gar nicht raus ist, wer bleibt? Tatsächlich fast alle Spieler, die wir jetzt haben. Also die Jungs schon auf alle Fälle. Wir haben ja immer noch mit der Kooperation mit BC Lions noch bestimmte Spieler, die eben als Trainingsspieler dazukommen. Auch so junge Spieler aus unserem Verein sind mit dabei. Und auch potenzielle neue, die wir uns schon angucken. Sprich, es werden immer genug da sein, um auch ein Trainingsspiel machen zu können. Mhm. Sicherlich wird unser Trainer auch mal noch einen Urlaub einschmeißen. Aber ja, nächste Woche wird wieder angefangen zu trainieren. Okay, dann haken wir jetzt mal die Männer ab. Ich glaube, da haben wir jetzt viel drüber gesprochen, über die vergangene Saison. Kommen wir mal zu den Frauen. Es war ja dann doch eher so ein Zitterpartie bis zum Ende der Saison. 8 Teams sind in der Regionalliga Nord der Frauen an den Start gegangen. Die Red Dragons da am Ende 6. Platz. Klassenerhalt gerade so geschafft. 4 Siege, 10 Niederlagen. Ich glaube, damit mit diesem Abstand kann der Manager absolut nicht zufrieden sein. Da hat man sich bestimmt mehr im Vorfeld der Serie versprochen. Definitiv. Also mit Blick dessen, dass wir mal in der zweiten Liga gespielt haben, was ein netter Ausflug war. Aber ich glaube, das war auch so eine Aktion. Null Siege, kann ich mich erinnern? Wir hatten tatsächlich 0 Siege, richtig. Ja. Und ich muss auch konstatieren, so attraktiv die Möglichkeit war, dort oben zu spielen. Es kam für Königs Wusterhausen zu zeitig. Und jetzt noch ein paar Jahre später, muss ich sagen, ist auch Königs Wusterhausen für den Damenbasketball in der zweiten Liga, da muss man sich dann wirklich fokussieren. Entweder man macht die Damen oder man macht die Herren. Aber man kann nicht beides parallel. Das ist eh ein Unikum. Aber dafür fehlen auch immer noch die Strukturen in unserem Verein, um eine Bundesliga-Damenmannschaft dorthin zu packen. Nichtsdestotrotz ist es ein bisschen schade, dass wir tatsächlich um den Klassenerhalt gespielt haben. Also, das schätzt auch unser Trainer Dirk Stehnke ein. Vom Kader her hätten wir alle Plätze belegen können. Aber auch hier fehlt es meines Erachtens so am Teamgefüge. Die Damen verstehen sich zwar untereinander super, aber auf dem Spielfeld hat man das in 1-2 Spielen bloß hinbekommen. Angeführt von Natascha Solotic, unsere Kapitänin, unsere erfahrenste Spielerin auch. Die aber auch sehr lange ausgefallen ist, die verletzungsbedingt, auch, genau, wochenlang gefehlt hat. Gerade über die Winterzeit, wo man dann frisch ins neue Jahr startet, da hat sie maßgeblich gefehlt. Das ist halt Dreh- und Angelpunkt, wo man aber konstatieren muss, dass mit den Nachverpflichtungen kurz vorm Wechsel Ende März wir 2-3 neue Spielerinnen bekommen haben, was sich dann auch in der Punkteverteilung gezeigt hat, dass Natascha gar nicht mehr so die mittlere Rolle spielt, wie sie es früher in den letzten Jahren gemacht hat. Mhm. Sie ist jetzt auch so langsam, wo sie guckt, muss ich denn noch spielen? Sie spielt für KW und deswegen ist sie jetzt auf. Naja, sie ist Ende 20. Ach hey, da kann man ja noch spielen. Ja,
Aber der Kopf muss auch mitmachen. Und sie guckt jetzt mehr in Richtung Trainer. Sie macht ja schon Jugendtrainerin bei uns. Deswegen ist so ein bisschen fraglich, wie es auch mit den Damen weitergeht. Welchen Kader kann man aufstellen, der auch wirklich Erstregionalliga tauglich noch ist? Wir haben Anke Blume verabschiedet, unser Urgestein. Die war ja ewig bei euch, oder? 11 Jahre? Nahezu durchgehend mit 2 Ausflügen zu Bundesliga-Zeiten war sie nicht mit dabei. Da hat sie in Berlin gespielt und noch ein zweites Jahr. Ich glaube, das Jahr davor oder danach. Ansonsten ist sie von der Jugend bis zum Karriereende bei Königs Wusterhausen geblieben. Die hat absolut, also endgültig ihre Karriere beendet? Ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir sie nochmal zurückbekommen. Klar, wir werden sie bestimmt nochmal auf einem Streetfocker-Turnier sehen. Wir haben ja unsere Straßenbasketballturniere im Sommer für die Jugendlichen und auch für die ausgedienten Erwachsenen. Mhm. Da wird es ja definitiv noch sein. Ich glaube nicht, dass sie den Basketball komplett an Akta packen kann, aber für den Ligabetrieb und schon gar nicht in der ersten Regio, so wie ich Anke kenne, wenn sie da eine Entscheidung getroffen hat, dann ist die auch so. Und es war ja auch ein schöner Ausstand aus dem Team. Das Team hat gewonnen. Anja Salomon wurde auch verabschiedet? Ja. Auch Karriere beendet? Genau, Anja war so die Oma im Spiel, im Team, so hat sie sich immer betitelt, oder die Mama, Oma nicht ganz, ein bisschen über 40, hat uns 4 Jahre begleitet, maßgeblich, hat immer gute Laune mit reingebracht und genau das macht eigentlich so den Unterschied zu den Männern aus. Das ist jetzt nicht negativ und auch nicht zwingend positiv gedacht, aber die Damen finden sich schneller zusammen als Team. Klar gibt es auch mal Reibereien und man hat mal einen Charakter bei, der sich nicht ganz einfügt, aber gerade die Kombination Anja, Anke, aber auch Natascha und noch ein paar andere Spieler, die ich hier nennen könnte, da, wie sagt man, einem Jugendlichen, da sprangen die Vibes und die haben sich gegenseitig hin und her motiviert, leider zu wenig als Mannschaft in der Saison aufs Parkett gebracht, sonst wäre der ein oder andere Sieg noch da gewesen. Dirk Stenke ist ja schon einige Jahre der Frauentrainer bei den Red Dragons. Wurde denn die Saison schon mit ihm ausgewertet? Woran lag es, dass es am Ende nur zum 6. Platz gereicht hat? Nee, ausgewertet wurde die noch nicht. Wir haben es natürlich nach dem Spiel immer mal ein bisschen gesprochen. Aber wie man so mit einem Trainer spricht, wenn er ein Spiel verloren hat, da ist die Bewertung... Spricht er nicht so viel. Du kennst es selbst, genau, ja. Da spricht Dirk nicht so viel. Da brauchst du immer ein bisschen Zeit. Nee, das Auswertungsgespräch findet übermorgen nächste Woche statt. Da ist er dann auch mit Blick auf die Zukunft, wie es weitergeht. Also steht da nicht fest, ob er in der nächsten Saison noch der Trainer sein wird? Ob er der Trainer sein wird, B, wie es generell mit dem Team aussieht. Wir müssen wirklich arg schauen, ob die Strukturen mit Damen und Herren, da bin ich ganz offen, das kann nur ganz offen kommuniziert werden, ob das haltbar ist, ob das auch wirtschaftlich ist, auch da müssen wir gucken. Wir haben ja damals noch die Lutra als Hafen, als großen Damensponsor gehabt, der uns auch in der Bundesliga-Zeit gut unterstützt hat. Der ist natürlich weggebrochen. Nicht natürlich, der ist weggebrochen mit der Umstrukturierung am Hafen. Das hat schon echt wehgetan und da hat man auch gemerkt, dass uns da so ein bisschen der finanzielle Background für die Damenmannschaft fehlte. Und ohne den kann man auch eine erste Regionalliga-Damen nicht nachhaltig und schlagkräftig aufbauen. Zumal auch die Damenspieler noch ein bisschen separierter zu finden sind als engagierte junge Männer für ein Männerteam. Also Damenbasketball könnte jetzt wieder ein bisschen raufkommen. Alba hat es ja geschafft. Alba spielt jetzt Bundesliga nächste Saison. Das könnte nochmal einen Schwung geben. Wir haben ja auch einige Damenspielerinnen, die bei Alba eben durchs Raster fallen, weil die können nicht jeden aufnehmen, die dann eben schauen, wo können sie in der Peripherie zu welchem Team kommen. Da gibt es nicht allzu viele Damenteams. Und das könnte tatsächlich ein Ansatzpunkt sein, dass man schaut, dass man da vielleicht mit Alba ins Gespräch geht und sagt, Mensch, ihr habt jetzt ein Bundesliga-Team, zweite Alba spielt, glaube ich, in der zweiten Regio, dass man da um eine Kooperation angeht. Aber das müssen wir tatsächlich betrachten, was da gut ist für die Region und auch für den Verein. Weil die Reisekosten, die fahren ja dann auch bis nach Göttingen und weiß ich, wohin die Frauen alles da fahren. Die haben ja auch enorme Reisekosten. Mhm. Da muss man wahrscheinlich überlegen, ob die Red Dragons sich 2 Regionalligamannschaften auf Dauer leisten können. Genau, also nur um Erstregionalliga zu spielen. Und dann bei den Damen muss man ja konstatieren, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, die sind gut so viel knapp wie am Klassenerhalt wie dies Jahr, waren wir in den letzten Jahren nicht. Aber es war auch nie, dass wir vorne mitgespielt haben oder im gesicherten Mittelfeld. Das war schon Kampf. Mhm. Man muss es sich leisten können. Das ist so ein richtiges Wort. Und die Lutra fehlt oder ein großer Sponsor für die Damen fehlt einfach.
Also wird jetzt ein großer Damensponsor noch gesucht. Machen wir doch mal ein bisschen Werbung für die Red Dragons. Der wird seit 4 Jahren gesucht, richtig. So, kommen wir mal zum Schluss des Podcasts. Ich glaube, jetzt haben wir die Red Dragons richtig gut ausgewertet. In der vergangenen Saison kommen wir noch kurz zu deiner Person. Du bist, hast es angesprochen, du bist ein Leichtathlet. Du kommst aus dem Leichtathletikbereich der WSG 81, Königs Wusterhausen. Immer noch Mitglied der Leichtathletikabteilung. Du bist ja so ein Extremsportler, hast schon diverse Athletics-Wettkämpfe erfolgreich absolviert. Auch die haben dir in den letzten beiden Corona-Jahren gefehlt. Du hast mir selber erzählt, einige Wettkämpfe ausgefallen. Wie sieht's denn in diesem Jahr aus? Was hast du denn da geplant? Was habe ich geplant? Auf alle Fälle möchte ich, so verrückt wie ich bin, die 10 Xletics-Läufe festmachen. Man bekommt ja eine schöne Medaille und tatsächlich ist dieser sehr subtile Ansporn für mich Ansporn genug, wenigstens 3 Xletics-Wettkämpfe noch dieses Jahr mitzumachen. Also über 18 Kilometer oder wie? Es muss schon die lange Distanz sein, richtig. Ja, sonst fehlt mir ein bisschen der Ansporn. Wann geht's da los? Ich habe mir jetzt nach meiner Corona-Erkrankung eine Sportpause gegönnt, aber am 21.05. in Berlin soll es dann soweit sein, dass die Laufschuhe wieder wirklich wettkampftechnisch angeschnürt werden, sodass man da in Berlin auf der Heimstrecke... Meinst du jetzt Kalinchen? Ganz genau. Also wir reden über Kalinchen, also nicht über Berlin. Ja, weil Kalinchen liegt ja in unserer Region. Fehlerhafterweise sind mir der Riegskalender als Xletics Berlin ausgeschildert, aber wir reden über Kalinchen, genau. Du hast uns ja auch schon zweimal, glaube ich, schon begleitet. Ja, ich bin jedes Mal da vor Ort. Ja. Genau. Das ist ein Mega-Event. Und zigtausend Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Und da werde ich einer davon sein. Die Karte ist gekauft, die Mannschaft steht und nach Berlin folgt dann noch Mitteldeutschland und das Finale in Grömitz an der Ostsee. Und da möchte ich dann, das ist das Minimalziel dieses Jahr, einfach meine Medaille kriegen und sagen, ja, mein Körper hat Corona überstanden, ich kann es auch immer noch überstehen, die Hindernisse. Und es macht einfach Spaß. Gut, Norm. Dann hast du ein bisschen was aus deinem Leben noch preisgegeben. Ich danke dir sehr für den sehr angenehmen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Persönlich wünsche ich dir, dass du deine 3 Xletics-Wettkämpfe erfolgreich absolvierst. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und dass dein Traum mit den Red Dragons mal in die Pro B aufzusteigen, ich rede jetzt über die Männermannschaft, auch einmal nochmal wahr wird. Ich danke dir fürs Kommen. Danke. Begleite uns gerne weiter. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann lasst bitte ein Like da oder abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Schwandt.